Wir stehen mit Entsetzen und mit Trauer vor den täglich zahlreicher werdenden Erkenntnissen über die Mordserie einer terroristischen Bande. Und sehr verehrter Herr Präsident, ich glaube, Sie haben sehr würdevoll das zum Ausdruck gebracht, soeben, was in uns allen vorgeht. Unsere Gedanken, die bei den Angehörigen sind, die damals ihren Schmerz empfunden haben und dieser Schmerz jetzt einmal mehr verstärkt wird durch die Hintergründe, die jetzt Stück für Stück zum Vorschein kommen. Meine Damen und Herren, was uns bleibt, ist das Versprechen aufzuklären, ist das Versprechen, diejenigen zu bestrafen, die schuldig sind und ihre Helfershelfer, und ist das Versprechen, mit aller Kraft den geistigen Sumpf, der diesen Untaten zugrunde legt, auszutrocknen. Am Ende, meine Damen und Herren, werden wir über alle Konsequenzen reden können, wenn wir alle Erkenntnisse haben. Aber wir sollten jetzt nicht zögern, schon die Defizite und die Mängel, die jetzt erkennbar sind, abzustellen und sofort zu handeln. Am Ende ist wichtig, und ich glaube, das muss das Signal vom Bundestag und Bundesregierung gleichermaßen sein, dass wir Gesellschaft, Politik, Sicherheitsbehörden gemeinsam uns dem Problem des Rechtsextremismus, der Fremdenfeindlichkeit und der Gewalt, die ein für alle Mal geächtet werden müssen im 21. Jahrhundert in unserem Land, widmen wollen und mit Entschlossenheit das auch nach draußen tragen wollen. Entsetzt stellen wir fest, dass der alte Geist von Rassismus und Fremdenhass erneut viele Opfer in diesem Lande gekostet hat. Mir fällt das schwer zu glauben, dass da eine Mordbande von Neonazis über Jahre durch Deutschland reist, planmäßig Menschen geradezu hinrichtet und dass sie bei all dem nicht einmal unerkannt, aber wahrscheinlich unbehelligt geblieben ist über 10 Jahre hinweg. Das kann man, sage ich Ihnen offen, kaum ertragen, und das erfüllt einen mit Trauer und mit Scham. Deshalb, wenn Sie wie wir daran interessiert sind, dass nicht nur Aufklärung stattfindet in diesem Land, sondern dass wir zivilgesellschaftliche Gruppen weiterhin ermutigen, gegen rechte Parteien und Gruppierungen tatsächlich anzutreten, dann nehmen Sie und erklären Sie es hier im Parlament, dann nehmen Sie die Kürzungen für zivilgesellschaftliche Gruppen zurück und hören Sie auf mit den Gängelungen, ermutigen Sie die Leute. Bei allen Unterschieden, die wir haben werden in der Sichtweise, sorgen wir dafür, dass in diesem Land Fremdenhass und Rassismus, ganz gleich, ob er mit Bügelfalt oder Springerstiefeln daherkommt, nie wieder eine Chance hat, und dass wir diesen braunen Sumpf in diesem Lande endlich austrocknen. Es ist Zeit dafür, meine Damen und Herren. Das ist die Stunde der Demokraten, die Stunde der Verteidiger des demokratisch verfassten Rechtsstaats und die Stunde der Verteidiger der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und unsere Aufmerksamkeit und unser Einsatz und unser Bewusstsein richtet sich gegen alle Gefahren unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, egal aus welcher Ecke der Gesellschaft diese Gefahren kommen. Wir nehmen nicht hin, dass sich Strukturen breit machen können, Gedankengut breit machen kann, ausprägen kann, das zu Verletzungen von Bürgerinnen und Bürgern anderer Herkunft, anderen Glaubens, anderer Ethnie führt. Und deshalb sind wir uns einig darin, dass es an erster Stelle eine wirklich umfassende und schonungslose Analyse, Aufklärung, auch Analyse von Fehlern und Defiziten und Versäumnissen geben muss. Wir haben gemeinsam gerungen mit den Haushältern und deshalb auch einen bestimmten Vermerk für den Haushalt 2012 aufgenommen, wie wir besser informieren über das, was auch hier der Staat in kleinem Umfang leisten will.
Es ist bei vielen nicht bekannt. Wir sind in Kontakt mit allen Initiativen, Verbänden, die sich da an uns wenden können. Und von daher denke ich, ist es jetzt nicht angebracht, und wir können nicht belegen, dass es hier einen solchen Zusammenhang gibt, dass es eine Grundstimmung gäbe nach dem Motto, es gibt keine rechtsextremistisch oder extremistisch motivierten Taten. Und von daher tun wir das, was wir aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse tun können. Und damit das auch 2012 erfolgen kann, wird es ja auch ausreichend Mittel dafür geben. Ich glaube, da gibt es in diesem Haus überhaupt gar keine Bedenken. Auch da sind wir uns einig. Vielen Dank. Nicht durch Aufklärung der Ermittlungsbehörden, sondern durch den Tod von zwei Tätern aus einer neonazistischen Terrorgruppe wurde bekannt, dass es bei uns seit über einem Jahrzehnt Rechtsterrorismus gibt. Es ranken sich Fragen über Fragen. Bei der abgebrannten Wohnung zum Beispiel verwundert es sehr, dass nach und nach Sticks und DVDs fast im Neuzustand gefunden werden. Was treibt da jemand? Warum mit uns? Vor allem aber, wir alle fragen uns, warum wurde dieser Terrorismus nicht aufgeklärt? Trotz, Herr Bundesinnenminister, Rasterfahndung, trotz Online-Überwachung, trotz Späh- und Lauschangriffen, trotz hunderter V-Leute des Inlandsgeheimdienstes bei den Nazis. Weitere Fragen. Die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden mit derselben Tatwaffe ermordet. Und die neuen waren allesamt Menschen ausländischer Herkunft. Dennoch wurde nur die Spur verfolgt, es handele sich um sogenannte milieuinterne Verbrechen. Mal wurde nach Verbindungen der Opfer zur kurdischen PKK, mal im Umfeld der Mafia und der Drogenszene gesucht. Warum wurde so etwas Naheliegendes wie rechtsextreme Täter eigentlich ausgeschlossen? Zu begrüßen ist trotzdem die erste gemeinsame Erklärung hoffentlich aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Die Bedeutung besteht darin, dass wir trotz unterschiedlichster Auffassung in vielen Fragen den Rechtsterroristen in Deutschland sagen, ihr scheitert an uns gemeinsam, von der CSU bis zur Linken. Ein beschämendes Thema heute. Beschämend, dass unser Land vielen Menschen keinen Schutz vor rechtsterroristischen Verbrechen geboten hat. Und deshalb sind unsere Gedanken bei den Angehörigen der Opfer, die ein Familienmitglied oder einen Freund, eine Freundin verloren haben. Und zur aktuellen Aufklärung will ich klar sagen, meine Damen und Herren, wenn ein hessischer Innenminister, weil der Generalbundesanwalt in den dortigen Verfassungsschutz kommt, um Akteneinsicht zu wollen, dabei von einem feindlichen Akt redet, sage ich an dieser Stelle ganz klar, Verfassungsschutzämter, die jetzt nicht mithelfen, Bund und Länder gemeinsam zu einer schonungslosen Aufklärung und Offenlegung zu führen, die begehen einen feindlichen Akt gegen unsere Verfassung und Demokratie. Schützen. Der beste Verfassungsschutz, meine Damen und Herren, ist immer noch eine wachsame Gesellschaft, sind wachsame Bürgerinnen und Bürger. Und eins sollten wir uns heute miteinander versprechen. Ja, Frau Kollegin Kindersch. Dies eine Mal, meine Damen und Herren, darf es nicht passieren wie sonst immer. Wir regen uns auf über Opfer und danach wird es vergessen. Ich sage Ihnen, nie wieder vergessen muss die Devise des heutigen Tages sein.